Manchmal stellen uns einfache Dinge vor große Herausforderungen. Heute zeigen wir euch, wie man einen modernen Lindenstapler startet. Am Beispiel des 1202. Bevor es losgeht, ist es wichtig, sich anzuschnallen. Nicht nur hier bei einer offenen Kabine. Manche Stapler haben einen Gurtsensor, mit dem der Stapler nicht die volle Leistung fährt, wenn der Gurt nicht im Schloss ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Stapler zu starten. In manchen ist es der altbewährte Zündschlossschlüssel, bei anderen der Zündschalter. Nachdem die Zündung nun an ist, drücken wir im zweiten Schritt den Start-Stop-Knopf. Wichtig dabei ist, dass die Feststellbremse angezogen ist, ansonsten tut sich gar nichts. So, nun sind wir fahrbereit. Ich mache mich auf den Weg. Lasst uns ein Like da. Bis zum nächsten Mal.